Zugeschaltet aus dem Bayerischen Landtag ist die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf. Guten Abend, Frau Scharf. Sagen Sie uns doch mal bitte, wie Sie die Kontrolle an den Kitas in Bayern finden. Wie zufrieden sind Sie damit? Kitas sind Orte des Vertrauens. Unsere Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Kleinsten bestens betreut sind und in einem Schutzraum sind. Als Mutter kenne ich dieses Gefühl, wenn Sie ein Kind in die Betreuung geben, in andere Hände geben, dazu braucht es viel Vertrauen. Ich habe gleich zu Beginn meiner Amtszeit vor gut einem Jahr eingefordert, dass Schutzkonzepte in den Kitas umgesetzt werden. Mehrere Dienstbesprechungen haben auch darauf hingewiesen, das Schutzkonzept für die Kitas individuell ist Teil der Betriebserlaubnis. Es braucht aber auch eine Kultur der Achtsamkeit und des Hinschauens. Ein Schutzkonzept in der Schublade nützt uns nichts. Und deshalb ist es gut, wenn wir das Bewusstsein hier nochmal schärfen und wenn wir darauf hinweisen, es braucht Hinschauen und Verdachtsfälle müssen gemeldet werden. Also Sie sind bei unserer Berichterstattung, da muss was besser werden, Frau Scharf? Es kann nicht sein, dass der Schutz der Kinder unterschiedlich ausgelegt wird. Mir ist wichtig, die Schutzkonzepte umzusetzen, dass in allen Kitas wirklich klar ist, der Schutz der Kinder hat oberste Priorität. Im Übrigen bin ich so viel in Kitas und stelle fest, mit wie viel Hingabe, mit wie viel Leidenschaft unsere Kinder in einem wunderbaren Schutzraum sind, dass sich Eltern auch darauf verlassen können. Im Übrigen zur Erstellung dieser Schutzkonzepte haben wir auch einen Leitfaden, einen sehr ausführlichen Leitfaden erstellt. Und geben Online-Schulungen. Wichtig ist für mich, dass diese Kontrolle der Schutzkonzepte jetzt bei den Aufsichtsbehörden liegt. Ihr Ministerium hat Ihre Pressestelle geantwortet auf unsere Fragen bei dieser Recherche. Ich zitiere, bei Verdachtsfällen möglicher Missstände müssen die kommunalen Jugendämter schnell und entschlossen handeln. Zitat Ende. In diesem Fall in Grafrath hat es 3 Monate gedauert, bis das Jugendamt in die Kita gegangen ist und den Verdachtsfällen nachgegangen ist. Wie finden Sie das, Frau Schaff? Ich kenne diesen konkreten Fall, den Sie recherchiert haben, nicht. Dazu liegen mir keine Unterlagen vor. Aber ich bin dankbar, wenn Ihr Beitrag auch darauf hinweist, dass wir mehr Achtsamkeit brauchen und noch einmal unterschiedliche Kontrollen dürfen oder unterschiedliche Herangehensweise, wenn es um den Schutz der Kinder geht, ist das für mich nicht akzeptabel. Lassen Sie uns über das, was zu tun ist, jetzt ein bisschen genauer sprechen. Sie sagen Achtsamkeit. Was meinen Sie damit genau? Ich glaube, entscheidend ist, dass Eltern wirklich ganz bewusst auch ihre Kinder wahrnehmen, dass sie Signale wahrnehmen und dass sie dann vor allen Dingen tätig werden, indem sie diese Signale auch melden, ob das dann in den Kindergärten selber ist, bei den Elternbeiräten oder konkret in den Jugendämtern. Hinschauen und vor allen Dingen dann diesen Verdachtsfall zu Protokoll bringen, das ist das Entscheidende. Dann müssen die Aufsichtsbehörden tätig werden. Wir haben die Jugendämter befragt und jede zweite sagt uns, wir können unseren Aufgaben gar nicht gerecht werden. Wir können die gar nicht erfüllen, weil wir nicht das Personal haben, überlastet sind. Das heißt, wenn Sie fordern, die sollen da genau hinschauen, geht es offenbar gar nicht. Was tun? Ja, wir brauchen natürlich wie in den Kitas auch mehr Personal, das ist keine Frage. Aber wenn ich mir den Anstellungsschlüssel in den Kitas anschaue, dann ist der beim 1:9,16 weit unter den Forderungen, die wir haben mit 1:11. Entscheidend ist, dass alle achtsam sind und alle hinschauen. Die Jugendämter, Frau Scharf, die ja für die Kontrolle zuständig sind. Das liegt in der kommunalen Selbstverwaltung. Die Ausstattung der Jugendämter muss in den Landratsämtern geklärt werden. Aufsichtsbehörde ist hier, sind die Regierungen. Manche Aufsichtsbehörden haben uns auch gesagt, ich zitiere, wir sind gar keine Ermittlungsbehörde. Wie finden Sie diese Einstellung? Es muss eine gemeinsame Grundlage geben, nämlich wenn es um den Schutz der Kinder geht, dann darf es keine unterschiedliche Vorgehensweise gehen, auch nicht, wenn es um die Feststellung des Sachverhaltes geht. Genau diese unterschiedliche Vorgehensweise gibt es aber, sprechen einige von einem Flickenteppich, also dass es vom Wohnort abhängt, ob ein Kind wirklich sicher ist in der Kita oder nicht. Sind Sie damit zufrieden? Ich bin damit nicht zufrieden. Es darf keinen Unterschied geben, wenn es um den Schutz unserer Kinder geht. Aber nochmal konkret, die Ergebnisse Ihrer Recherche liegen mir nicht vor. Ich kann diese nicht bewerten. Haben Sie außer mehr Personal
Achtsamkeit auch stärken. Haben Sie noch eine Idee, Frau Scharf, um die Sicherheit für die Kinder in den Kitas noch zu steigern? Wissen Sie, es arbeiten 114.000 Beschäftigte in unseren Kitas und ich kann mich regelmäßig davon überzeugen, mit welcher liebevollen Arbeit sie unsere Kinder betreuen, erziehen und die Bildung ernst nehmen in unseren Kitas. Wir müssen gemeinsam schon auch aufpassen, dass wir unsere Eltern nicht verunsichern. Kitas sind Orte des Vertrauens und sie werden es auch bleiben. Vielen Dank an die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf. Dieses Interview haben wir vor der Sendung aus Termingründen aufzeichnen müssen.